Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom Old Gaming Dead LP. Weiter geht es hier im Retro-Spiel No Man's Land aus 2003. Deutsches Entwicklerstudio, ne? Okay, alles klar. Gut. Prima, wir sind in der Kampagne 2. Die untergliedert sich in Waldindianer, das haben wir alles durch. Und dann kommt in dieser Kampagne die Prärie-Indianer. Da haben wir auch schon einiges durchgespielt. Jetzt sind wir in der Mission 3. Die heilige Stätte. Musste jetzt das Spiel noch einmal neu anfangen, weil ich gemerkt habe, dass nach einem Pause-Stopp und OBS beim Starten nicht wieder funktioniert hatte. Somit habe ich quasi einen Teil mit Ton und einen Teil ohne Ton aufgenommen. Warum OBS jetzt zickend gemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir starten hier die Mission komplett nochmal neu. Ärgert mich natürlich ein bisschen. Nun soll mein Vater an der Stätte, an der unsere Vorfahren ihren Frieden fanden, in die heiligen Jagdgründe eingehen. Folgt mir. Naja, also ich meine, für das, dass der gute Mensch ein toller Messerwerfer ist, hat er, und auch sehr guter Krieger ist, hat er eigentlich ein wenig eine blöde, zögerliche Stimme. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Moment, langsam. Langsam, nicht hudeln. Jo, also, glaub so. Ich folge glaub der so. Fährte. Irgendwie so. Gehen wir. Der große Geist lenkt meine da Schritte. Da werden wir schon mal angegriffen, okay. Zeit der Rache, Zeit der Tränen. Nein, auf aggressiv stellen. So, komm hier. Macht's den fertig. Ich bin das Letzte, was ihr seht. Genau. Na komm, fall um, du bist doch eigentlich schon tot. Bam. Ja, der Pfeil ist zwar drüber der gegangen, aber. Der große Geist lenkt meine Schritte. Ist er wurscht. Ist er wurscht. So sei es. Da haben sie nochmal einen. Oder zwei, die eine auf die Nase wollen. Macht sie fertig. Los. Zack, zack. Zong, zong. Weg ist der Balkon. Ja, den auch fertig machen hier. Noch ein Pfeil, noch ein Speer. Und die Gegenwehr ist erledigt. Da haben wir noch einmal so einen Knalltütenheini. In den Staub mit euch. Ja, ihr müsst ein bisschen näher ranfahren, weil sonst wird es nichts, ne? Sonst wird es nichts. Okay, der ist auch Geschichte. So jawohl. Gut so. So, da hat's Fischle. Ich folge der Fährte. Aber wir können keine Gehen fangen. Wir. Der große Geist lenkt meine Schritte. So, so. So sei es. So sei gut es. So. Gut so. Ja. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal. Ich folge der Fährte. Ja, hier hin müssen und werden wahrscheinlich wieder ein Dorf aufbauen müssen mit entsprechenden Kriegern. So. Viel haben wir natürlich nicht, ne? So, und die müssen jetzt raus. Einquartieren? Nee. Aussteigen. Der große Geist lenkt meine Schritte. Dahin. Hier sollten wir unsere Lager aufschlagen. Ja, du bist aber sowas von gescheit. Hey. Wahnsinn. Hey. Eine Frau. Eine Frau und ein Feld. Saß, oh, saß. Ja, genau. Sag ich auch immer. Ja, ja, genau. So, dann brauchen wir eine Lagerstätte. Die machen wir da hinten hin, ne? Dann können die alles schön da reinklatschen. Schadinissa. So. Ah, Schadinissa. Mhm, so, so. Warum rennst denn du jetzt eigentlich dahin und baust mit? Naja, gut, okay. Sind es zwei, dann geht es eben schneller.
Dann geht's schneller. Dann bauen wir gleich mal eine Mine Gold, Gold, Gold. Wohnzelt, Feld, Lagerstätte. Ach, Goldabbau können wir noch nicht machen. Okay, dann bauen wir ein Häuptlingszelt. Das stellen wir irgendwo hin, wo es nicht stört. Wo stört es denn nicht? Ach Mann. Stellen wir es Tja, dahin. tja. Genau, stellen wir es dahin. Dann. Ja. Hack, hack, kack, hack. Die sind ganz schön fleißig, die Frauen. Muss man schon lassen, muss man schon lassen. Ach so, wir bräuchten Holz. Holz. Ja, seid ihr fertig? Okay, wunderbar. Dann geht er mal Holz hacken schnell. Chan Channalal heißt es. Also Holz hacken heißt Channalal. Okay, einmal frei. Geht ihr mal Endlich. dahin? Oh, ein Bärchen. Ein Saubärchen. Nein, nein. Du nicht da unsere Krieger fressen. Nein. So geht es nicht, gell? Das sag ich dir. Also erstmal Holz hacken. Das ist natürlich recht wenig Holz, was hier gibt, ne? Na ja, gut. Bei 90 Holz können wir da schon irgendwas bauen. Bauen, bauen. Warte mal, wir nehmen mal zwei Frauen noch dazu. Zwei Frauen. So. Eine Frau. Können wir Goldmine schon bauen? Ja, können wir. Ach du ne Wetter, hey. Ich bin doch so doof. So, geht da hin. Was? Hä? Was? Ach so, wir benötigen mehr Holz. Naja, gut, okay. Unter diesen gegebenen Umständen. Müssen die halt noch ein bisschen Holz hacken. Hacken, hacken, hacken. Eins, zwei sind dabei, das Feld zu bestellen. Okay. Wir können mal den Ertrag steigern. Und zwei Frauen hacken Holz. Okay. Du gehst dann mal wieder zu Jesus. deinem Häuptling. Häuptling, Ling, Ling. Jetzt haben wir 160 Holz. Können wir jetzt schon was bauen wieder? Gut. Oh ja, Baum ist weg. Einmal frei. Warte mal, wir holen uns noch einmal zwei Frauen. Wir holen uns noch mal zwei Frauen. Wie hört sich das an, ne? Einmal frei. So, nein, 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 nein. So, du baust jetzt ein Goldbums-Dings dahin. Ja, genau. Das funktioniert. Also Holzhammer. Nein, du gehst damit hin. Channalal, ja, du gehst dahin. Und klopf, klopf. Dann müssen wir bauen. Gehen wir. Ja, da, oh, da ist noch mal so ein Gummibärchen. Der große Geist lenkt meine Schritte. Weil wir brauchen ja was zu essen. Macht ihn fertig, den Bär da, den Bärbär. So, zwei am Feld. Da zwei hacken Holz. Die holen Habi Habi. Da müssen wir dann hier durch wahrscheinlich. Was ist denn das hier? Ach so, das ist da. Ah ja, das ist die Totemstätte. Okay, alles klar. So, Moment mal. Was? Grasvogel wird angegriffen? Von wem denn? Ach so, naja, gut. Das macht der doch mit links. Gell, Grasvogel? Jawoll, du Grasvogel, du. Der macht das mit links. Wer bleibt dort stehen? Hast recht. Was brauchen wir denn? Zwei machen das, zwei machen das. Zwei hacken Holz. Brauchen wir nochmal zwei.
Die müssen jetzt bauen. Bauen, bauen. Haben wir genug Holz? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir nicht genug Holz. Na, komm. Erst einmal Holz hacken. Komm, Holz hacken. Holz hacken, Holz hacken. Nein. Sassi? Zwei langen doch. Chascha. Zwei langen doch auf dem Feld. Chishkalu. Ja, du da Holz hacken. Chananal. Wir brauchen Holz. Mu? So, du auch Holz hacken. Xas Okay. o sas. Erst einmal Holz herbringen. Zwei müssen sich ums Essen kümmern. Das muss einfach funktionieren. Das muss funktionieren. Schauen wir mal, 790 Essen. Ja gut, Gold haben wir auch ein bisschen. Ja, dann mache ich jetzt einmal eine Pause für euch. Ihr wisst ja schon langsam, wie man so ein Indianerdorf aufbaut. Und hin und wieder werde ich euch mal mit dazu nehmen, was ich Neues gebaut habe. Und dann ganz später, wenn unsere Riesenarmee steht und wir dann das Kämpfen anfangen, da seid ihr dann auf jeden Fall komplett live mit dabei. Also bis gleich. Jo, Pause mal schnell ein bisschen unterbrechen. So, ich habe mich also hochgelevelt, habe hier also hier ein bisschen was gebaut, ne? Die zwei wissen wieder nicht, was sie machen sollen. Und ja, da habe ich erst einmal zwei Regimenter Bogenschützen. Da ist unser Chef, ne? Unser Chefe. Den könnten wir zu zwei machen. Dann ist der auch verewigt. So, dann kommen wir hier noch zwei Regimenter mit Speerwerfern. So, jetzt schauen wir mal, was wir noch alles erforschen können. Da können wir nichts erforschen. Da haben wir schon alles. Da können wir nur produzieren. Eine Armee, okay. Da können wir nur Bewohner produzieren. Da können wir, was können wir denn machen? Holzbau verbessern. Löschen. Da geht nichts mehr zu machen. Hier geht auch nichts zu machen. So, wer wird jetzt hier angegriffen? Okay. Ja, okay, alles gut, ne? Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, bis die jetzt gesammelt sind, mache ich wieder eine Pause für euch. Jo, weiter geht's in der Hoffnung, OBS spinnt nicht. So, wir sind schon mit einer Vorhut bis hierher gekommen. Wir müssen also hier dieses Tal befreien, beziehungsweise wir müssen hier die Engländer vertreiben, weil die haben ja eigentlich diesen Totemplatz oder Todesgräberplatz hier geschändet, ne, weil sie hier was aufgebaut haben, was wir zerstören müssen. Das ist aber nicht alles. Und ich mache jetzt zwei Videos draus, weil ihr sollt ja bei den ganzen Kämpfen wunderschön dabei sein. Wir rücken jetzt noch ein Gehen wir. Stück vor mit unserer Vorhut. Und da sehen wir hier noch gar nichts. Okay. Noch ein Stück weiter Der große vor. Geist lenkt. Diese goldgierigen Siedler haben die heilige Stätte entweiht. Für diesen Frevel werden sie mit ihrem Blut bezahlen. Ja. So, wir haben hier Bogenschützen. Die werden wir mal hier postieren. So, die laufen jetzt alle da hoch. Ein paar komischerweise nimmt er einfach nicht mit. Warum, weiß ich nicht. Obwohl sie alle unter zwei laufen, ne? So, die stellen wir mal Dieses hier Buch. hin. So, dann haben wir eigentlich schon eine schlagkräftige Armee. Die produzieren hier schön weiter. Können wir hier nochmal was erforschen? Nein, können wir nicht. Jo, wir haben also 125. Naja, Krieger nicht ganz. Ne? Wir müssen also die paar Bediensteten hier abziehen. 2, 4, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10. Naja, 10 müssen wir abziehen. Das sind die Bediensteten ungefähr. So, und dann habe ich gesagt, die Dreier. Siehst du, es sind nicht alle markiert, obwohl ich sie alle markiert hatte. Also das Spiel kann wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Leuten markieren.
oder befehligen mit der Tastenkombination. So, die stellen wir mal hier auf. So, lasst uns hier durch, ne? Und dann auf mit Gebrüll. Auf mit Gebrüll. Ihr geht dann mal hier hin. Ihr geht jetzt hier hin. Und ihr geht dahin. So, die ziehen wir nach. Und die ziehen wir auch gleich nach. Die stellen wir mal hier in Bereitschaft. Auf jeden Fall geht es jetzt hier erst einmal zur Sache. So, dann machen die das hier erst einmal platt, ne? Den ich einmal sagen. So, komm, auf geht's. Zack, zack. Ist der Turm jetzt bald einmal fort? So, ein Turm ist platt. So, pass auf. Dann dürft ihr hier hingehen. Und ihr dürft dahin gehen. Ihr dürft auch mit hier hingehen. Dann kommen wir von rechts und von links. Mit einer riesen Armee. So, die ziehen wir gleich einmal nach. So, die sind auf jeden Fall nicht mehr lang am Leben. Die anderen hier. Ja, das machen die da oben schon. Macht's das hier mal. So, kommt da hin. Und ihr macht das noch platt. So, na wunderbar. Hoppala. Das ist auch gleich platt. Dann kommen wir von der Seite hier noch. Dann haben wir die eigentlich alle platt gemacht, ne? Jawohl. Na sauber. Also, einen Teil dieser Mission haben wir schon erfüllt, ne? Mein Sohn, ich sehe einen Sturm am Horizont. Vater, was soll ich tun? Gib mir Rat, großer Häuptling. Du musst die Kinder der Prärie unter deiner Führung einen. Nur gemeinsam könnt ihr den weißen Mann besiegen. Sonst werden viele den Versuchungen der Bleichgesichter erliegen und den Weg unserer Ahnen verlassen, wie Brandzunge es getan hat. So ein Lümmel. Verräter. Brandzunge. Er soll für seine Taten büßen. Dein Tod wird nicht ungesühnt bleiben, Vater. So sei es, mein Sohn. So sei es, mein Sohn. Doch nun ist Eile geboten. Großes Unheil naht von Norden. Das Stahlrost der Bleichgesichter bringt Tod und Verderben über uns. Die Chayenne zählen nicht genug Häupter, um gegen das Stahlrost bestehen zu können. Nicht weit von hier, im Osten, leben die Tetons zu. Sie hassen die Bleichgesichter. Ja, dann werden wir uns mit diesen Tetons zu... Du musst zu ihnen gehen und dich mit ihnen gegen den, den sie Star nennen, verbünden. Genau, das machen wir. Die Tetons zu? Wir waren noch nie Gast an ihren Feuern. Sie sind uns fast so fremd wie die Bleichgesichter. Und doch sind sie Kinder des großen Geistes. Auch ihnen hat der weiße Mann unsagbares Leid zugefügt. Manchmal muss der Feind unseres Feindes unser Freund werden. Geh nun, Grasvogel, und erfülle dein Schicksal. Ja, auf geht's, ne? Auf geht's. Jetzt gehen wir zu den Sioux-Indianern. Wahrscheinlich müssen wir da runterlaufen.
Neos Os. Dieses U. Schisas aus Us. Okay, so. Dann werden wir mal die anderen hier alle sammeln, ne? Oje. Da waren sie in Streitmacht, ne? Endlich. So. Also lauft's mal da runter. Und den Rest ziehen wir danach. Haben wir noch irgendwo irgendwelche Versprengte? Nö, haben wir momentan nicht. Okay, alles klar. Ja. So. Die da müssen wir auch noch bis hier hinbringen. Die müssen wir noch bis da runter bringen. Wo lauft es denn ihr jetzt wieder hin? Ich folge der Fährte. Ja, macht es. So. Also lauft es mal da. Ach, da wohnen die Indianer. Okay, alles klar. So. Was? Wir werden angegriffen? Von was? Wer greift nur an? Hallo? Da? Ach so, da haben wir so einen komischen Trapper. Oder was das da war. Okay. Ihr stellt euch da mal auf. So. Da hätten wir noch. Kann ich die befehligen? Ich glaube, die kann ich nicht befehligen. Ja gut, ist ja eigentlich auch wurscht. Oder machen die doch was? Ach, ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier noch a lot of. Ihr stellt euch mal da hinten auf. Ihr zieht mal nach. Gehen wir, ja genau. So, lauft ihr jetzt alle mal. So, da habe ich gesagt, aufstellen. Oh je, das ist ein Grusel ist das. Ein Grusel ist das. So, ihr dürft dahin. Ihr dürft dahin. Und ihr geht in den Aufstellungsbereich hier. So sei es. Ja, genau. Da haben wir noch mal welche, die wieder nicht wissen, wo sie hingehören. So, haben wir jetzt da eigentlich genug Leute? So, komm. Ihr geht damit in den Bereitstellungsraum. Und die können wir jetzt auch befehligen. Wir könnten jetzt, nein, können wir nicht. Können wir zwei Frauen basteln? Können wir uns zwei Frauen holen? Frage, Antwort, nee. Wir sind überbevölkert, hä? Eins, oder? Ist da jetzt gerade eine hingerannt? Warte mal, 1, 2, 3, 4. Dann ziehen wir 2 ab. Und, oh genau, wir ziehen 2 ab. Und bauen hier, na, wo ist es denn? Tun wir wieder. Hier bauen wir. Ja, ihr lauft jetzt erstmal dahin, ne? Macht ihr das? Seid ihr so lieb? Ja, die laufen dahin. Okay, 2. Was können wir denn da noch bauen? Da hätten wir noch Goldminen, ne? Gold. Ich weiß natürlich nicht, ob wir hier Gold abbauen. Ja, doch können. Wir können hier Gold abbauen. Naja gut, aber wir haben ja hinten eine Goldmine. Die Frage ist nur die, ist die eventuell ausgelutscht, dass wir da gar kein Gold mehr rauskriegen. Aber wir werden es ja gleich feststellen. Ich mache mal kurze Pause.
Oder wir machen drei Videos draus. Ach, machen wir vielleicht drei Videos draus. Schauen wir mal. Ist ja wurscht. Da könnt ihr euch mehr angucken. So, die da. Aufstellungsbereich hier. Was bist denn du für einer? Aha, okay. Du bist ein Bogenschütze, okay. Ja, du darfst da hin. Du darfst da hin. So, können wir jetzt mit euch zwei? Nein, die. She calls me Oxazi. Gott. Ja, ist gut. So. Können wir jetzt hier eine Goldmine bauen? Ja, kennen wir. Na, einmal frei. So, dann können wir die Gold graben. Da haben wir ja noch Leute, die machen Habi Habi. Sonst können wir, glaube ich, nichts tun. Tun. Können wir. Ah, da könnte man produzieren. Also wir haben eigentlich schon alles erledigt, ne? Sollen wir produzieren? Speerwerfer? Die stellen wir dann hier hin. Und die Bogenschützen auch mit dazu. Okay, alles klar. Ja, also gut, auf geht's. Auf geht's. Wir laufen mal bis davor. Bis dorthin laufen wir mal. Und noch ein Stück weiter. Ah ja, da geht's jetzt los, ne? Okay, zurück. Erst einmal zurück. Zurück. Erst einmal zurück. So, einen haben wir schon mal mitgenommen. Ja, liebe Leute. Ihr werdet es nicht glauben. Was heißt denn das hier? Aufsitzen. Okay. Hallöchen, liebe Freunde. Hier der zweite Teil in der Mission Die Heilige Stätte. Das ist die dritte Mission aus der Kampagne Die Prärie-Indianer. Und jetzt greifen wir mal die Depots an und laufen jetzt einfach mal hier hin. Dahin, daher. Ich habe also eine riesen Armee aufgebaut, ne? Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, ne? So, pass auf. Ihr geht dahin. Ihr geht alle dahin. Und ihr geht alle hierhin. So, dann greifen wir hier gleich von zwei Seiten an. Die anderen nehmen wir natürlich gleich mal mit. Und stellen sie mal zur Reserve. Einmal Reserve. Warum? Was ist denn da? Warum sind die wieder nicht markiert? Naja, gut, okay. Was soll's? Keine Ahnung. So, die machen wir erst einmal hier platt. So, ihr geht dahin. Und ihr geht einmal hier hin. Da müssen wir aufpassen. Eisenbahnschienen bedeutet, da kommt ein Zug. Ich weiß natürlich nicht, wenn meine Leute auf der Eisenbahnschiene langlaufen, ob der Zug sie überfährt. So, Reserven nachziehen, okay. Gut, bis dahin gehen die Reserven wir. Ziehen. Und dann... Dann geht ihr hier hin. Hier geht ihr hin und vermeidet ganz einfach. Und ihr geht dahin und vermeidet die Eisenbahnlinie, falls da ein Zug kommt. So, Einheiten nachziehen hierhin. Einheiten nachziehen. Okay. Nächste Einheit hier stationieren. Ja, du folgst der Fährte. Was? Da haben wir noch mal welche. Gut.
Die ziehen wir nach. Die machen jetzt hier erst einmal alles platt. Na, nicht auf die Eisenbahnschiene rumlungern. Mann, verreckt Kaffeehaus. Geht's von der Eisenbahnschiene runter? Jetzt muss man denen auch noch die Sicherheitsbestimmungen begreiflich machen. So, ja, ihr geht dahin, haltet euch in Bereitschaft. So, da oben machen wir erstmal alles platt. So, da haben wir ein paar Angreifer. Ihr geht hier hin. Geht's weiter zurück von der Eisenbahnschiene weg. So, hier hin. Boah, jetzt laufen die alle hier rüber. Ei! Hat's noch welche platt gemacht. So. Also, vorrücken hier. Vorrücken. Dann hätten wir ja hier noch ein Bataillon. Dahin. Und ein Bataillon. Hierhin. Okay. Wo ist denn eigentlich mein Einser? Boah, da hat es aber gescheppert, hey. Ja. Da hat es gescheppert wie Sau, ne? Die sind hier also ganz schön am Werkeln, ne?